Voll kann Malui mal wieder anmoderieren. Nee, lass Malui nie anmoderieren. Und halt doch mal die Klappe. Feuer wir uns zusammen. Ich bin Malui und spiele heute ganz allein für euch den Landwirtschaftssimulatore 2017 Platinum Edition. Und ich bin einfach gut in dem Spiel. Die anderen beiden Zähne übrigens, die hier rumwuseln. Könnte auch eigentlich AFK sein, würde keiner merken. Ich denke auch. Ja. Gisela, du nervst. Danke. Das ist meine? Sag mal, Katze, wo ist denn der Aufsatz für den... Gibt's nicht. Wir müssen die Silage jetzt wegbringen, Katze, komm. Ja, die muss ich jetzt wegbringen. Hallo? Nee, wir, habe ich gesagt. Hallo? Gibst du mir das restliche Geld, das wir haben? Wir haben 12.000. Hilfe. Ja, gib. Warum? Dann hole ich mir für den kleinen Starken hier auch noch eine zusätzliche Schaufel, dann können wir zu zweit Sachen wegbringen. Na gut. Warte, ich muss jetzt Cordula retten hier. Hilfe! Was, Cordula? Ach, Miri, wieder mit ihrem Auto, wieder ihre Stunts wieder verhunzt, ey. Okay, Katze will Geld. Was, Cordula? Gisela. Gisela Miri. Gisela Miri, ja, ich denke auch. Weil ihr Name schon immer, oder? Ja. Gisela Miri Rückwärtssaldo. Komm jetzt auf der Stelle her, kriegst du Ärger. Ja, wenn es Ärger gibt, dann komm ich doch direkt. Da, ihr habt ja was geschickt, Katze. Oh ja, wusstest du, dass momentan der Gruber, tiefenlockerer Gruber von Stara im Angebot ist für 13.600? Ach, toll. Den wollte ich dir nur gesagt haben. Ist der groß oder ist der klein? Dafür müsste ich mich damit beschäftigen, das tue ich nicht. Für meinen Trecker gibt es da Gabelstapleraufsatz oder nicht so? Nee, ne? Ich glaube, ich muss das mit deinem Riesending machen da. Gabelstapleraufsatz? Was? Ich glaube, für meinen Trecker kann ich kein... Gut gemacht, Miri. Oh, ich habe mich durch die Wand geglitscht. Woo! GG. Die Leute haben übrigens geschrieben, Miri, du kannst deine blöde Sattelzuft auch alleine aufsammeln. Du musst dich einfach nur daneben stellen. Das würde reichen. Ich glaube nicht. Ja, anscheinend ja doch, sonst würden sie sich nicht schreiben. Außer sie wollen dich ärgern. Und das wollen unsere Zuschauer ja nie. Und ja, unsere Schutschauger, unsere Blutsauger. Ja, Schutschauger. Mhm. Unsere Blutsauger sind da eigentlich immer relativ zuverlässig. Ja, also die haben uns auch nie getrollt mit Kisten unter Raumschiffen oder sonst was. Ja. Mit explodierenden Kisten unter Raumschiffen. Miri, ich möchte gerne etwas mit deinem... Nein, Miri ist meine Freundin. Hallo. Bald. Was willst du testen mit meinem Pickup? Ich will wissen, ob mein kleiner Schaufelbagger hier, den ich die ganze Zeit fahre, auf deine Ladefläche passt. Süß, ja. Das ist meine Freundin. Könntet ihr das bitte sein lassen? Jetzt lass die doch nicht von so einem kleinen... Das ist ein kleiner Bagger. Wenn du dich von dem bedroht fühlst, Blauni, Alter. Der ist kleiner als dein Schuh. Na gut, ja. Wo seid ihr überhaupt? Also ich bin gerade dabei, mir so eine Schaufel zu holen. Hallo. Kleiner als Schuhe, ey. Kann man sich jetzt auch drüber streiten. Süß. So gut gemacht. Danke. Danke schön. Okay, darf ich mir auch eine nehmen? Wenn du das kannst. Kann ich das nicht aufsammeln? Das finde ich fies. Ich glaube nicht. Los, nimm das. Fies. Hey. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das zählt als Silage. Hammer. Ich hoffe mal, dass der jetzt zählt. Tut nicht, was ich nicht auch tun würde. Oh Gott, das kann ich nicht was machen. Was machst du eigentlich gerade? Ich? Ja. Versuche gerade in die Schaufel so ein rundes Ding reinzuholen. Klappt aber irgendwie nicht so ganz. Hört sich irgendwie nach einer blöden Idee an. Kollisionsabfrage ist echt der Wahnsinn in diesem Spiel. Vielleicht haben sie das ja improved in der 2019er Version. Die irgendwann schöne mal Aussicht hat man von hier oben. Fies, 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 fies. Jetzt sammel das doch mal ein, Mann. Er hat das doch schon. Ich rechne in der Annahme, dass du den Kampf mit der Schaufel aufgegeben hast und jetzt die Schaufel irgendwo auf der Straße liegt. Ah, leck um mich, ey. Welche Schaufel? Ja, okay. Fahren wir zur Silage, zur Silage. Jetzt machen wir Dick Reibach zur Silage und machen ganz viel Moos. Los, aber ich los. Dachte, wir machen Silage. Dreht sich die Kette einfach so schnell, dass bei meiner FPS-Anzahl das nicht sichtbar ist? Oder dreht sie sich so langsam und ich bewege mich trotzdem wie der Blitz? Ich wusste,
Ich wusste gar nicht, dass man, also ich meine, bei den Reifen kann ich mir das erklären, dass das nicht immer aber die Kette wird. Müsste man noch sehen. Nee. Alarm, Alarm. Hilft das? Ja. Hallo. Also, ihr könnt mir ja mal schreiben, richtig das rum? Mysterium der Kette, Leute. Was ist denn jetzt da mit Schiene? Ich gehe noch mal von der anderen Seite. Hilfe! Zu Hilfe, zu Hilfe! Okay, jetzt bleibst du nein! Verloren! Los, mach was! Zu Hilfe, sonst bin ich ja. Verloren! Ja! Ah, okay, sehr gut. Wenn du jetzt in die andere Vielen Richtung Dank. Gekippt wärst, ne? Dankeschön, Miri. Was machst du denn? Ich muss zum Silo fahren, wir müssen die Lage fahren. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mitkommen, die Lage fahren. Wie? Soll ich meinen Anhänger mitnehmen? Ja, nein, wir brauchen den nicht. Warum? Bin das gemein. Was denn? Ich habe jetzt den weitesten Weg und bin der langsamste. Oh, Zuckerrohr, halt dein scheiß Maul mit deinen Meldungen da. Ja! Bin im Gebüsch gefahren. Nein, ich bin wirklich irgendwo in dem Busch. Oh nein, ich bin umgefallen. Alles gut, ich lieg doch nicht. Nein, hey, was denn? Busch. Umgefallen oder umgefallen? Hallo? Sag mal ja, nicht so langsam. Mich, schieb mich, schieb mich. Lauli, du fängst nicht ohne Katze an, sonst werde ich saurig. Was meine die Lage? Und bringt Wenn das was zu schieben? Ich hab die verdächtet. Na und? Du fängst nicht ohne Katze an. Ich hab drauf gepinkelt. Ja, ich hab dran geleckt, ist meins. Ja, ja, ist schon klar. Ja, ist meins. Warum leckst Männerrevier. Cool. Wow, minus 16.000 Geld. Das ist bestimmt positiv. Ich hab 678. Warum hab ich Geld? Ich hab 8.000, Geld? Alter. Ich kauf mir jetzt den Hof. So, was sagt denn hier die Silage? Die Silage sagt... Was ist denn das? Flop. Ja. Oh nein, warum ist denn das nicht alles offen? Hallo? Ja gut. Hä? Bunkersilo wurde geöffnet. Wohl. Bunkersilo wurde geöffnet, Leute. Der ja, Bunker ist das. Offen. Was ist die Bunkersilo? Der Bunker. Flop. Warum geht das hier jetzt nicht? Achso. Bunkersilo wurde wieder geöffnet. Ist geöffnet. Steht doch. Oh. Wurde geöffnet. Wie weit ist das hier? Oh, das ist ja jetzt bei 16%, Alter. Okay. Das bei 16, das bei 12. Na, Prost Mahlzeit. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die ersten bisschen Silage. Aber ich darf nicht anfangen ohne Katze. Also und was machst du jetzt damit? Angucken. Wohin bringst du das? Einfach in eine Grube werfen. Meinst du, du kannst das auf mein Pickup und dann werfen wir den Pickup um? Nein, das war eine dumme Idee. Nein, ich finde, das ist eine gute Idee. Die Lage ich denke, das erleichtert uns die Arbeit. Guck mal, da kommt Katze mit einem kleinen... Guck mal, da kommt er. Süß. Was ist das? Das ist ich nicht das Richtige. Keine. Was willst du denn damit bei der Silage machen? Guck mal, er kann die ganze Folie wegmachen im Gegensatz zu dir. Ist ein bisschen blöd, aber ist schon okay. Ja, lass ihn mal da. Das sieht aber süß aus. Hier, Katze. Sei mal ein brave Katze. Katze, hier, komm mal her. Sei ein brave Katze und räum das auf, was ich hier mache. Ich bring dann die Lage weg. Was aufräumen? Oh, was? Du hast auch Silage da drauf? Ja, guck doch. Wie? Viel besser als bei dir. Ist eine Silage, Gabi. Was? Und wie viel? 1600. Süß. Wow, das wow, gab der das Lenz nicht hat Geld, halt auch ey. Viel. So, jetzt hier mein. Blablabla. Das ist überhaupt der lohnenswerteste Verkauf momentan? Ich weiß nicht. Schau mal nach, ob die BGA. Warte, ich schau kurz nach, da muss ich was tappen. Silage momentan. Ich bitte darum, dass wir das an der Scheune verkaufen, Blauli. BGA gibt momentan 375, Scheune gibt momentan 580. Wo ist denn die Lage? Soll ich meinen Anhänger holen? Oh. Ja, bitte, ganz toll. Sie 580 zu 375, ja, fies. Bitte hol deinen Anhänger, Miri. Ja, und den Pickup. Ich nehme den Anhänger mit dem Pickup und dann können wir den Pickup und den Anhänger. Ich will erstmal wissen, ob ich das da reinladen kann. Das ist eine dumme Idee. Nee, irgendwie nicht. Kannst du nicht höher? Warte, ich gehe ein bisschen tiefer. Guck mal, ich kann ein bisschen tiefer gehen, dann kommst du vielleicht besser ran. Ja. Ich glaube, ich verkaufe sie gerade. Ich glaube auch.
Ja, gut. Das war schon mal sehr erfolgreich. Ihr beiden, Dankeschön dafür. Dann hole ich mal den Anhänger. Soll ich ihn mit meinem Pickup herfahren? Welchen Anhänger brauchen wir denn, Katze? Einen Traktor. Einen von den. Ja, das ist die Frage. Geht nur welcher der kann das denn halten? Ne? Ich glaube, alle anderen können das nicht transportieren. Das weiß ich halt nicht, wer das was transportieren kann. Das kann ich mal kurz nachgucken. Es kann auch sein, dass die Ladewägen das können. Die Ladewägen können das auch. Also der, mit dem du das Stroh eingesammelt hast, kann auch Silage. Lauli. Lauli? Wer von euch Assis hat meinen Trecker gefahren? Lauli? Ja? Was denn? Wer, das was geht auch? Mit welchem Wagen? Ladewagen, womit du das Gras hergebracht hast. Aha. Was ist mit deinem Trecker? Ja, ich bringe den mit. Schon okay. Aber wir dürfen jetzt, aber jetzt spielt Miri nicht mehr mit. Die boykottiert uns nur. Und dann sagen alle wieder im Chat, wieso macht ihr nicht? Miri macht alles alleine. Die boykottiert uns und stellt Trecker irgendwo in eine Walachei. Da ich eine halbe Stunde Trecker fahren muss, bevor ich wieder zu Hause bin. Ich meine, ich fahre ja gerne Trecker. Ich wollte dir die Aussicht zeigen. Jetzt sei nicht so fies. Immer. Ach so, Leute, ich habe übrigens das Soundboard, ne? Aber ich habe ein Problem, das in Gang zu bringen. Gibt es jemanden, der sich mit Appleton Live auskennt? Dann sich mal bei mir melden. Vielen lieben Dank. Gibt es jemanden, der öfter Leute mobben muss? Will er mal melden? Apropos Leute mobben, wollen wir uns mal angucken, wo Blauli damals den Silageballen reingeschmissen hat, in der Hoffnung, dass es verkauft würde? Was ist der denn da noch drin? Gucken wir mal gerade, liegt der denn hier noch irgendwo? Also hier ist er nicht. Da, ja, da unten ist er. Dass er da vor allem immer drin ist. Deine Schande. Den kriegen wir halt nie wieder raus. Das ist halt so. Nee. Vielleicht mit dem Pickup. Das bedeutet, wir haben hier immer ein 4000er Ding. Also das Ding hier alleine ist momentan 5000 Dollar. Wir sind 13.000 im Minus, aber Blauli hat lieber die 5000 Dollar in dem Silo liegen, wo wir nicht drankommen. Aber dafür hat er einmal Recht haben wollen. Gar nicht wahr. Frag mal Miri, ich will immer Recht haben. Ja. Ja, und wie ist das bis jetzt so gelaufen für dich? Also 90%, 90% aller Zeiten habe ich Recht. 90% hat er nicht Recht. Und bei den restlichen 10% hörst du nicht zu. Glaubst du, das passt alles in den einen Anhänger ran? Nein, wir werden eine Kette machen müssen. Also, wie eine Kette? Falls jemand also Schmuck mag. Schmuck, ja. Soll ich meinen orangenen Anhänger mitnehmen? Mhm. Ja, bitte. Aber bitte in einem Trecker. Sich, wieso? Aber in den Pickup können wir auch noch was reinladen. Ja, anscheinend ja nicht. Wir verkaufen durch den Pickup durch. Ja, gut. Das zählt nicht. Der Pickup wollte es halt schnell machen. Ist noch weit? Sind wir schon da? Mäm, mäm, mäm. Ich muss mal. Mäm, mäm. Hier sind lauter Wiesen. Du kannst einfach mal die Wiesen ein bisschen düngen damit. Hast du gehört, Katze? Was denn? Sollst sie an ein Feld stellen und strölen, damit du Wiese düngst, wenn du noch musst. Lauli? Nee? Eine super Idee. Ja, weiß ich. Ist das Zuckerrohr eigentlich mal wieder gewachsen? Das ist bestimmt Miri, hast du in letzter Zeit keine aufs Maul bekommen? Was ist jetzt das für eine Ansage? So nach dem Motto, das haben wir jetzt ein paar Jahre nicht mehr gefragt. Lass mal das wieder aufleben lassen. Was machst du denn da, Katze? Bist du ich hab dumm? Was macht er? Dumm, ich bin ein Gitarrenstehender. So, jetzt fahre ich hier drüber und sammle das alles ein. Das klappt ja. Das klappt so überhaupt gar nicht im Übrigen. Hast du überhaupt dein Ding an? Mein Ding ist... Ja, es ist an. Mein Ding ist funktionsbereit. Also ich kriege es nicht selbst aufgeladen. Da musst du mal gucken, ob du es aufladen. Da muss ich aufladen, ja. Mach mal. Gut gesehen. Eine feine Katze. Ich schaff sowas. So, füll rein. Und? Oh, ja, das klappt. Das klappt zumindest. Mach mal schneller. Fahr dein Stäbchen da ein bisschen höher, genau. Perfekt. Würdest du dich bitte seitlich hinstellen, und zwar hier vorne, wo ich jetzt gerade hinfahre? Nein. Lauli? Das Ding wackelt aber ganz schön. Komm ja. Alter Mann und D-Zug, weißt du? Da, du musst erst Miris voll machen. Was, ein alter Mann will sich von D-Zug schmeißen, oder was? Leider ist hier Stau. Ja, dann machen wir kurz Miris voll.
Das Hupen wird helfen, Blauli. Ich bin das gar nicht! Was soll denn das? Der ja, das ist helfen, das Blauli. Sofort. Das ist Motzen. Das ist voll mies. Das ist in letzter Zeit, das ist auch ist aber, das, ne? Ist aber dasselbe, bei mir manchmal, wenn irgendwelche Leute hingehen und in Folgen von irgendwelchen Leuten, mit denen ich aufnehme, anfangen Katzengeräusche zu machen und dann heißt es immer, ich würde dazwischen reden. wie voll ist dein Anhänger jetzt schon, so in Prozenten? 50% ungefähr. Das sind so zwei kleine... Das ist mein Anhänger. Ich bin produktiv. Wo muss ich denn hin damit? Zur Scheune. Was für eine Scheune? Ach, da unten. Okay. Ich glaube, Miri ist voll. Ich glaube auch. Ich bin voll. Auf Wiedersehen. Die Leute verstehen übrigens nicht, warum wir lachen, wenn wir mit dieser kleinen Ameise da durch die Gegend heizen. Aber süß. Ja. Luffy. Also wie ein Baby. Baby. Bagger. Bagger. Aber oh, Vorsicht hinter dir, nicht, dass du mich umfährst. Kann der Babybagger wohl auch da hoch? Das gibt's jetzt nicht, oder? Zum Ausladen? Hoch. Oh. Nee, der reicht da nicht hoch, kann ich dir garantieren. Fies, fies. Dann müsstest du dir eine Laderampe bauen. Hilfe. Was denn? Ich hab mich irgendwie an diesem Pfosten festgebackt. Oh, Vollpfosten. Warte, ich komm. Was ist das denn jetzt passiert? Nee, der kleine... Wir müssen dem ein Liedchen schreiben hier in unserem kleinen Universal-Kompaktlader. Ich bin ein kleiner Kompaktlader. Das sind die neuen Abenteuer vom Kompaktlader und Bluey. Was machst du? Fahr mal rückwärts. Doch der erste Mensch, der den kleinen Kompaktlader als Freund haben möchte in einem Abenteuer statt irgendeinem Superhelden. Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, dass so ein kleiner Kompaktlader war bestimmt immer bei Bob der Baumeister dabei. Können wir das schaffen? Der war dabei, der Gelbe. Die ja, Planierraupe. Ah, das war die Planierraupe. Fuck. Ja, wir da. Planierraupe, ja. Ja, das war die Planierraupe. Das ist ein bisschen so, Leute, aber ich würde sagen, damit werden wir jetzt die Folge beenden. Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen. Kommt doch morgen wieder, guckt bei Katze und Miri unbedingt vorbei, damit ihr wisst, was Miri immer für einen Scheiß macht und Katze so unproduktiv. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss.